unserem neuen Video. Dieses Jahr sind wir zum Jahreswechsel 2023/2024 unterwegs an der italienischen und der französischen Riviera und planen auch noch einen kleinen Abstecher in die Provence, bevor es Richtung Heilige Drei Könige wieder nach Hause geht. Ich bin Kirsten und mein Mann, der Peter, der ist noch oben am Wohnmobil. Wir sind hier in Celle Ligure, stehen auf einem kostenlosen Stellplatz, den ich euch nachher noch ein bisschen filmen werde. Und gerade mache ich einen kleinen Spaziergang am Meer entlang. Und wer Lust hat, der kann uns ja gerne auf dieser Reise begleiten. Hier unten am Meer entlang gibt es eine wunderschöne Promenade mit vielen Palmen und Blick auf schöne Villen und natürlich aufs Meer. Und ein bisschen Kunst. Der Nachteil, wenn man so schön vom Wohnmobilstellplatz zum Meer hinuntergehen konnte, ist, dass wenn man wieder zurückläuft, ordentlich bergauf stapfen kann. Hier wachsen neben dem Weg die Clementinen. Und da oben führt die Autobahn lang, mitten durch den Ort, wie hier in ganz vielen Städten. Oben am Parkplatz für die Wohnmobile und die Autos ist ein schöner Kinderspielplatz, der nur bei schlechtem Wetter nicht genutzt werden darf. Einige der ausgewiesenen Stellplätze sind sehr schräg, weil es in Hanglage ist und ich glaube auch nicht, dass man das sehr gut mit Keilen ausgleichen kann. Wir hatten Glück und haben einen sehr ebenen erwischt. Wie schön, hier wächst der Rosmarin, gleich neben dem Parkplatz zur Hangbefestigung. Müll kann hier getrennt entsorgt werden und die Entsorgungsstation ist hinter dieser Brücke. Ist allerdings ein bisschen sehr abenteuerlich zum Anfahren. Wir werden das überspringen. Wir stehen hier ganz nah an der Autobahn. Die war jetzt nachts im Dezember nicht so stark befahren. Uns hat es nicht gestört. Jetzt bin ich auch wieder da. Kirsten hat sich hochgekämpft und wuselt da draußen rum. Vielleicht kommt sie gleich durch die Tür. Ansonsten werden wir jetzt hier die Zelte abbrechen. Kommst du durch die Tür? Nee, kommt sie nicht. Die Zelte abbrechen und Richtung Nizza fahren. Jetzt kommt sie doch durch die Tür. Du musst weiter vorkommen, sonst bist du überbelichtet. Oh, die Sonne geht auf. Jetzt fahren wir Richtung Nizza, habe ich gerade gesagt. Und dort auf den Campingplatz. Und ja, mal schauen, wie es dann wird.
So, wir stehen rückwärts in einer Einfahrt von einem Campingplatz, den wir uns rausgesucht haben. Der stand so schön in Nizza. Der soll so schön sein. Und der hat offen. Stand bei Park ab 4, ab 27. Ab 5, also er war geschlossen ab 25. bis 25. Ja, und heute ist der 27. Hat gar nicht funktioniert. Schade. Da sind wir. Kerstin hat die Hoffnung, dass irgendwo irgendwas steht und die nicht eine Mittagspause haben. Das könnte aber sein. Es ist nach 15 Uhr, da haben die gar Mittagspause. Aha. Das wird generell geschlossen, meinst du? Der ist generell zu. Also irgendwas ist hier komisch. Jetzt müssen wir uns mal schauen, dass wir Platz finden, wo wir uns mal hinstellen können. Da vorne. Und dann, ja, Kriegsrad halten. Biegen Sie rechts ab, direkt danach. Biegen Sie mäßig rechts ab. Ja, halt, warte. Da stand aber Schemassel. Achso, ja, das ist da oben. Biegen Sie mäßig rechts Paradies, ab, dann biegen Sie links ab. Und der Stellplatz, das ist Schemassel, doch, das ist da. Zu. Okay, d'accord. Aber er weiß nicht, ob die noch einen Platz haben. Biegen Sie links ab. Aber er fragt für mich. Das ist süß. Nur eine Nacht nimmt er uns. Ja. Ja. Komm jetzt doch mit ihm mit. Ja. Das ist der da oben dann. Ja. Da kam er nicht. Wahrscheinlich, weil du so nett bist. Geheimplatz. Neben dem Pilot. So wie der. Hi, danke. So wie der steht da. Ja. Ah ja. So rein. Guten Morgen. Leider hat das mit Nizza ja nicht geklappt, nachdem in Park von Eid stand, dass der Campingplatz geöffnet ist, der aber leider geschlossen war. Sind wir noch mal ein bisschen weiter gefahren, sind jetzt in der Nähe von Frijus in Gaillon. Und der Peter schläft noch. Es ist kurz vor 8 und ich genieße jetzt ein bisschen den Sonnenaufgang. Am Strand, klar, ich muss ja immer an den Strand gehen. Mond ist noch da. Es gibt hier am Meer entlang einen kleinen Trampelpfad, sodass man ein bisschen über die Felsen klettern kann. Und in den Felsen sind aber auch Stufen einbetoniert. Das ist also auch Google hat mir diesen Weg angezeigt und ich konnte es mir gar nicht vorstellen, aber er ist tatsächlich da. Da hinten kommt die Sonne. Leider ist sie von den Wolken verdeckt. Der Weg ist ein bisschen abenteuerlich.
Hier wurde so Strand Anschwemmgut als Brücke benutzt, aber es ist ein markierter Weg, wie man hier an der Treppe gut erkennen kann. Jetzt, wo wir immer mehr Tageslicht haben, ist es Wahnsinn, was für eine schöne Farbe das Meer hat. Und es ist unfassbar klar. Und da hinten ist der Wohnmobilstellplatz. Jetzt sind wir hier in Fréjus. Da gibt es einen Wohnmobilstellplatz und einen Campingplatz. Alles voll, aber der Wohnmobilstellplatz Main hat ja noch so einen geheimen Stellplatz. Und da durfte man uns hinstellen. Für eine Nacht heute kam man und hat er gesagt, gerne zwei. Es gab Brötchenservice, also Baguette-Service und Croissant natürlich hier in Frankreich. Kirsten ist jetzt gerade sich verabschieden. Es ist ein bisschen nieselig. Und wir fahren jetzt in die Camargue. Da haben wir uns einen Platz ausgesucht, direkt am Meer. Der hat 100 Stellplätze. Wir hoffen, dass maximal 99 Leute da sind. In der Nähe einer Stadt, die Saint-Mer irgendwie heißt. Das sagt euch dann die Kirsten, weil ich kann ja kein Französisch. So, das waren jetzt noch ein paar Bilder vom Stellplatz. Wie heißt er? Les Saint-Marie de la Mer. Genau, wollte ich gerade sagen. Und ja, das war jetzt quasi unsere Anreise hier in die Camargue. Eigentlich wollten wir in die Nähe von Marseille. Ging aber nicht so gut, wie ihr gesehen habt. Und ja, im nächsten Nizza Video. Wir waren noch gar nicht in Marseille. Stimmt. Nächstes Video nehmen wir euch dann mit in den schönen Ort. Les Saint-Marie de la Mer. Genau, also au revoir, pfiat's euch dabei.